Willkommen zum zweiten Teil unserer Bots Engoben. Jetzt gestalten wir einen bunten Teller. Der geschrühte Teller muss gut gewässert werden. Lass die Engobe gut trocknen, bis sie richtig grifffest ist. Spitzen sind leicht zu wechseln und mit Wasser gut zu reinigen. Vielleicht kurz durchpusten oder eine Nadel nehmen. Wenn alles durchgetrocknet ist, tragt mit einem weichen Pinsel vorsichtig die verdünnte Glasur transparent auf. Und jetzt ab in den Ofen bei ca. 1050 Grad. Ist doch ganz schön geworden, unser Engoben-Teller. Bis bald. Tschüss. Und wenn ihr tolle Bilder habt, schickt sie an info@bots-glasuren.de.